Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum Hardware-Video. Wir haben jetzt eben Unboxing gemacht, was eigentlich Unboxing und Hardware ist. Ich will aber noch mal ein kürzeres, knapperes Video zu diesem Staubgebläse, also elektrisches Staubtuch oder so, steht da wohl drauf, machen. Erstmal gucken wir uns an, was wir alles bekommen. Wir bekommen das Gerät, was wirklich mehr Power hat, als ich eigentlich dachte. So, dann haben wir hier so zwei so eine kleinen, die sind dann halt für hier drauf, ja, dass man dann halt das so da drauf machen kann, und dann hat man hier so, dass man wirklich unten kleine Ecken kommt, ja. So, da haben wir einmal hier so mit hier an der Seite. Dann haben wir einmal mit nur vorne ein Loch, ja, dass man wirklich in kleine Rillen kommt. Dann haben wir einen breiten. Ja. Dann haben wir einen mit Puschel. Der Puschel ist hier bei dem fest. Der kommt auch hier ran. Ja. Dann haben wir einen breiten mit Schräge, wie ihr seht. Und da können wir dann halt das hier rauf machen. So. Dann haben wir einen breiten mit Puschel. Oder halt nur einen breiten. Ja? Wir machen mal Puschel ruf, dass er nicht verloren geht. Der ist aber halt jetzt nicht für vorne. Zeige ich euch gleich. Dann haben wir ein USB-C-Kabel zum Laden. USB-C befindet sich dort. Dann haben wir einen Staubtank. Erkläre ich euch auch gleich. Und einen Plasterschlauch. Wo ich immer noch nicht weiß, was ich mit dem Plasterschlauch soll. Weil der passt auch nicht hier vorne rauf. Und hier, ja, gut, mit ein bisschen Gewalt, aber ich glaube nicht, dass das beabsichtigt ist. Und natürlich eine Tasche kriegen wir auch noch. So, gucken wir mal kurz hier rein ins User Manual, welche Sprachen unterstützt werden. Ich habe vorher noch nicht reingeguckt. Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Espanol und ich denke mal, Japanisch oder Chinesisch soll das sein. Und Deutsch befindet sich auf Seite 13 bis 23, also 10 Seiten. So, das fängt dann halt hier vorne an. Leider auch wieder viel zu klein geschrieben. So. Rohrdüse. Das ist eine Rohrdüse. So, und die Rohrdüse beseitigen Sie den Staub im OA-Geräten. Was meinen die mit OA-Geräten? Oder engen Räumen, in denen in die Werkzeug nicht gelangen könnte. Verwenden mit Düse 1. Ach so. Dann doch so, wie ich gedacht habe. Dann doch so, wie ich gedacht habe. Wir sollen Düse 1 verwenden. Ich noch mal nachgucken. Düse 1 ist doch das mit dem. Verwenden mit Düse 1. Ja, wir haben 1, 2, 3, 4, 5. Ne, 4 Düsen und Bürstenaussatz. So, wir sollen praktisch das hier rauf machen. Und dann das hier rein raufstecken. So. Und dann haben wir praktisch einen verlängerten Schlauch. Dann können wir dann halt. Aber da geht viel verloren. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Eins, zwei, drei. Also er geht viel verloren, merkt ihr das? Seht ihr das? Der hat in echt mehr Power hier. Ich habe nur den Schlauch abgemacht. Ah, jetzt geht es ein bisschen mehr. So, dass ihr das nochmal gesehen habt. Aber ich denke mal, hier geht auch viel verloren durch die Verengung hier und hier. Ja, also hier, hier und hier. Ja, dadurch geht, denke ich mal, auch viel verloren. Wenn wir das jetzt hier gerade machen, die müsste ich dann vielleicht auf der Heizung legen oder so, dass er sich ausdehnen kann. Ja, also das ist halt nun von Nachteil, dass es so klein gemacht ist. So im ersten Augenblick nicht verwendbar. Ganzen Papierkram brauchen wir nicht, ist total Quatsch. So. Na komm. So. Den Stromkabel mache ich auch mal weg, den brauchen wir jetzt auch nicht, dass ihr das nur Bescheid wisst. So. Und wir gucken uns jetzt einfach mal die Tasche hoch. Wir gucken uns jetzt einfach mal die einzelnen Sachen an und ein bisschen was erklärt. So, das ist das ganze Gerät. Hat auch mehr Power, als ich gedacht habe, hat 3 Stufen. Wir müssen den Knopf hier gedrückt halten, 3 Sekunden, dann geht er an. Und dann haben wir die 1. Stufe. Einmal drücken, 2. Stufe, nochmal drücken, 3. Stufe. Wieder, ich zeige es euch am besten. So, an, 1. Stufe. 2. Stufe. 3. Stufe. Wieder 1. Stufe. Nee, aus. Ja, aus. Licht bleibt ein. 1. Stufe. 2. Stufe. 3. Stufe. Aus. Licht bleibt immer noch ein. Ihr drückt halten für 3 Sekunden. Gerät ist aus. Ja? Das ist einfach also, total unkompliziert. Mehr habt ihr da nicht. Ja? Hier sind ein paar Warnhinweise. Habe ich mir mit einem Übersetzer übersetzt. So. Dann haben wir hier einen Staubtank, weil wir können es nicht nur als Gebläse, sondern auch als Staubsauger benutzen. Das zeige ich euch auch gleich. Wie gesagt, dann haben wir halt diese. Die brauchen wir, können wir jetzt hier nicht verwenden, weil wir haben ja hier rund. Wir haben für Gebläse halt nur diese 3. Also diese 4. Einmal haben wir einmal praktisch, dass wir halt hier vorne das haben. Können dann halt pusten. Ja? Und kommen dann halt in kleine Ecken rein. So. Wenn wir noch kleinere Ecken brauchen, da haben wir dann praktisch das hier. Dann können wir dann... So. Aber es funktioniert auch nicht, dass man das hier irgendwie mit 2-Mann-Dingen macht und dann... Ja, doch, würde funktionieren. Wenn man, naja, nee, dafür ist er zu locker. Ja, das wäre halt noch was, so ein Gummischlauch ein Stück kürzer oder so, den man halt nicht so biegen muss, der halt vielleicht ein bisschen flexibel ist oder ein Plastikschlauch, der flexibel ist, weil so beim Transport ist das nicht zu gebrauchen nach dem Transport. Ja, der soll dann halt hier rauf und dann, ja, also da bräuchte man halt schon irgendwie aus Plastik was sich ein bisschen mitbiegen kann, wo am besten vielleicht das hier vorne für da zum Raufstecken schon dran ist. Ja, und dann vielleicht hier offenen Schlauch, dass man halt entweder halt das machen kann, mit dem an der Seite offen oder das. Oder vielleicht noch ein angeschrägtes wäre noch schön, wenn hier so ein kleines angeschrägtes mit bei wäre, dass man das dann auf die andere Seite vom Schlauch machen kann. Ja, und dass man dann halt so ein bisschen variieren kann. Das wäre schön, ist hier leider nicht machbar. Wie gesagt, wir haben jetzt einmal rund, da hätte ich mir gewünscht, vielleicht noch ein angeschrägtes, ein schmales, also schmal und angeschrägt. Dann haben wir das mit an der Seite offen. Das habe ich euch ja schon auch schon gezeigt. Ja. Dann haben wir nochmal das. Ja, das hat dann halt weniger Power. Also weil es hat ordentlich Power in der Mitte. Aber hier durch die Borsten. Ja. Aber das ist halt, dass man da pusten kann und dann hier ein bisschen mit Borsten das sauber machen kann. Also hier an der Seite hat man dann halt nicht so viel Druck, aber hier hat man auch... Hoppala.
pustet da mir hier alles weg, die ganzen kleinen Dinger und so. Muss ich mir die nochmal herholen. So. Hat alle weggepustet, ey. So. Wenn wir den jetzt als Staubsauger benutzen wollen, dann müssten wir auf der Rückseite das einmal abdrehen. Ja. Und dann haben wir hier dieses Teil. Das kann ich euch auch mal auseinanderbauen. So. Na komm. So, auf. Und dann können wir das hier rausnehmen. So. Das sind halt drei Teile. Das Plastikteil, wie ihr seht. Und dann halt hier diese Düse mit dem Filter da. Ich weiß auch nicht, ob man das halt extra separat bestellen kann, wenn das mal zu sein sollte oder so. Und ob vielleicht von anderen das halt kompatibel ist. Das drückt man hier einfach rein. Mehr ist es nicht, nur reingedrückt. Und hier haben wir dann halt praktisch mit so. Ja, und das kann man dann halt aufmachen, ausstören, sauber machen oder wenn man es halt richtig sauber machen will, so, und kann man dann so. So, dann halt hier rauf. Hier haben wir dann halt da und da und da und da. Also zu, nee, zu, auf. So, dann müssen wir das dann halt so machen und einmal umdrehen. So, seht ihr das? So, dann setzen wir das halt hier. Da ist die Kante. So an, dass halt das offene da ist und machen das einmal zu. Mehr nicht. Schon ist es zu. Dadurch zeigt diese Öffnung auch gleich nach unten. Und dann machen wir dann das hier einfach drauf. Also ich kann es euch schon mal anmachen. 1, 2, 3. So. Ihr pustet da. Ihr saugt da. Seht ihr das? Also wenn man halt hier einfach den Tisch mal so machen will, kann man so absaugen. Wenn man dann halt explizit irgendwo hin will, dann macht man sich halt das hier rein. So, das wird hier einfach reingesteckt, das Rohr. Und dann kann man halt hier Tastatur absaugen. Und wenn ihr dann halt explizit irgendwo sauber machen wollt. So. Auch das hat mehr Power, als ich gedacht habe, für so ein kleines Ding, muss ich sagen. Seht ihr das? Also bis jetzt bin ich echt begeistert. Also das ist mehr, als ich gewagt hatte zu erhoffen. Ja, man hat ja oft, dass es irgendwie so, ach naja, so Krimskrams, kleine Döns, braucht man nicht. Oder funktioniert nicht richtig. So ein Scheiß. Aber hier halt nicht. So, ich mache das mal alles hier auch rein. Jetzt ist mir so ein Plastikding nach unten gedonnert. Natürlich. Natürlich. Ja, und dann wieder ans Suchen gehen. Ist denn das jetzt hingerollt? Der Kruzifix hier. Und wieder ist es weg. Und dann mein Bären ist es nicht. Und dann mein Feuchter ist es nicht. Ja, eins ist schon mal weg. Mal nachgucken. Das ist das mit oben offen oder an der Seite offen? Mit einer Seite offen, okay. So, dann haben wir hier einen schönen Behälter. Und das ist halt das Gute. Ja, kann man dann halt in eine PC-Ecke, kann man den Karton behalten, macht sich halt das Kleinzeug hier rein, damit das halt immer schön da ist. So. Und das. Der Filter muss zur Seite. Weil ich würde halt auch nicht den Sauger mit drin machen, weil da geht der Platz verloren. Und da will man ja schnell mal ran. Ich würde halt vielleicht eine Düse, was man halt öfters benutzen will und so. Ja. Und dann halt. Tada. Und dann kann man das halt in den Schrank räumen. Ja. Aber ich muss halt noch die Düse suchen. Das ist jetzt, also so bin ich ganz begeistert. Aber das ist großer Quatsch. Also das ist ganz, ganz großer Quatsch.
Das war halt so eingedreht, also na, so in der Plastiktüte drin. Und hier seht ihr das. Das ist zu eng. Hier ist es zu eng. Hier hat er auch einen Knick. Selbst wenn du das jetzt hier biegst und so, ja, das biegt sich halt immer wieder zurecht. Ja, du musst das halt wirklich irgendwie dann so, dass es so gedrückt bleibt. Und dann irgendwie auf der Heizung, dass es warm wird oder so. Oder mal ein heißes Wasser legen. Und dann halt so ein bisschen drücken, damit das halt dann auseinander bleibt. Aber das darfst du dann halt auch nicht zurückpacken. Wenn du das hier wieder reinmachst in die Packung, so klein machst, dann hast du gleich wieder die Knicks drin. Und mit dem Knicks, also mit den Knicken hier, das da ran machen und dann saugen, das funktioniert so nicht. Definitiv nicht. Dafür hat er zu wenig Power, beziehungsweise nicht zu wenig Power. Es kommt zu wenig Power durch den Schlauch. Und das ist ganz große Kacke. Also das Ding funktioniert nicht. Da müssen Sie sich was Besseres einfallen lassen. Aber sonst mit den Sachen bin ich sehr zufrieden. Ich werde den nachher auch gleich mal für den PC-Tisch nehmen, um Tastatur abzusaugen, beziehungsweise die Bläser machen und so. Ja, und dann werde ich ihn heute noch leer kriegen und gleich mal aufladen und dann mal gucken, wie lange er braucht zum Aufladen. Ich hoffe, hat euch gefreut. Ich werde euch das Ding in die Videobeschreibung verlinken. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.